Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir haben zwei Dinge. Und zwar kommt dieses tolle Fest. Jetzt, ich weiß nicht, ob heute oder ich glaube aber schon. Oder sagen die einem immer Bescheid, wenn es in der Woche ist. Gucken mal kurz, was der Wahrsager sagt. Die Geister sind heute gut drauf. Wir haben wenig extra Glück für dich. Wuhu. Ja, leider sind die immer noch nicht so weit. Ich muss mal gucken. Man hat doch hier irgendwo Briefe. Da. Morgen versammeln wir uns für alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung. Bla. Ja. Ja, toll, dass das hier jetzt fertig ist. Das können wir gleich mal wegschmeißen. So, und dann habe ich mir schon mal die Seite aufgemacht. Ich habe leider keine fertige Melone. Die wäre drin gewesen. Eine goldene Melone hätte ich mitnehmen können für die beste Reaktion. Den Shit hier, ne? Der kommt 1:1 jetzt hier in die Tonne. Ich behalte das nicht. So, dann haben wir hier noch ein Radieschen. Sehr schön. Wo tue ich das Radieschen hin? Ich tue das mal hier hin. Du wartest dort. Ich glaube, danach gucke ich noch mal, was ich denn brauchen täte. Ja, das gute Deutsch. Was ich denn bräuchte für etwas anderes, für eine gute Reaktion, was ich da reinschmeißen kann. Aber erst gießen. Damit das auch wirklich viele schöne goldene Melönchen werden. Oh. Kein Wasser mehr. Das ist ja schade, aber wir füllen auf und gießen das Wasser auf die Pflanzen drauf. Und jetzt alle! So ist es nämlich. Die Pflänzchen brauchen alle Wasser. Zum Wachsen, ja, sie brauchen Wasser zum Wachsen, ja, sie brauchen Wasser zum Wachsen. Okay, genug. Genug ist genug. Es ist übrigens Montagmorgen, 9:30 in Deutschland. Und diese Folge hier sollte vor einigen Stunden, die brauche ich nicht mehr gießen, vor einigen Stunden schon hochgegangen sein, eigentlich. Aber ich habe verpasst, die Aufnahme zu machen. Oh, das da muss ich ja auch gießen. Genau, deswegen mache ich das heute an diesem Feiertag. Und das ist okay. Ich muss zwar dann für morgen auch noch was aufnehmen und naja. Aber hey, ich meine, Hauptsache, sie kommt montags, ne? Das ist ja nicht so, als würdet ihr hier mit heißen Fingern, wollte ich schon sagen, auf heißen Kohlen seit letzter Woche Montag warten. So ist es ja nun mal nicht. So, ich muss mich noch um die Tiere kümmern. Bock, bock, bock. Ja. Könntet ihr. So, okay. Ja. Danke. Habe ich jetzt alle? Ich habe alle. Sehr schön. Gut. Ah ja, Höhle, Pilze, Katze. Nicht so aggressiv, die arme Katze. Keine Ahnung dafür, ne? So, Pilze sind eingesammelt. Katze, liegst du einfach so rum, ne? Soll ich dich mal gießen? Oh, hier. Ich hatte irgendwie, genau, Ahornsirup hatte ich im Kopf. Dann gießen wir jetzt auch endlich mal für die Katze. So, schönerweise ist ja im Singleplayer jetzt Pause. Und das heißt, ich kann hier mal ganz ungeniert nachgucken. Also, Ahornsirup. Qualität normal. Also, wenn ich Ahornsirup habe, was ich eigentlich habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich muss gucken. Also Ahornsirup würde gehen. Blauer Diskursbuntbarsch. Diskursbuntbarsch. Der Diskursbarsch, man kennt ihn. Feenrose. Wäre auch okay. Flunder, Forellenbarsch. Goldmakrele. Granatapfel, nee. Milch, nee, Hecht, helles Bier. Nee, habe ich auch noch nicht. Ich habe das ganze Ding ja noch nicht. Eine Kaktusfrucht habe ich auch noch nicht.
Eine normale Melone würde auch sogar gehen. Habe ich aber nicht. Eine Morchel. Guck mal, eine Morchel habe ich. Und die normal macht eine gute Reaktion immerhin schon mal. Gibt es hier oben irgendwas noch? Ne, das ist das meiste, was bei der besten Reaktion ist, ist halt Wein. Dann so Ziegenkäse, Lava, Algedöns. Ein silbernes, helles Bier habe ich ja erst recht nicht. Und sonst Blumenkohl in Gold oder Iridium. Blumenkohl war Blumenkohl. Blumenkohl ist sogar eine Frühlingssaat, ne? Wenn ich ein Gold-Blumenkohl habe. Oder ein Gold-Pfifferling. Oder ein Gold-Violettenpilz. It's quite interesting. Es geht doch einigermaßen, dass der Rest hier ist Wein, 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 Wein. Ziegenkäse, Ziegenmilch. Okay, let's have a look. Nee. Moment. Ich muss ja eigentlich hier. Aber ich habe da schon gesehen, da war kein Ahorn drin, ne? Ja. Ich habe eine normale Morchel. Ich finde, das ist schon mal gut. Und so wie es aussieht, brauche ich keine Eier. Deswegen kann ich die Eier ja schon mal hier reintun. Ich gucke nochmal. Ah ja, den Blumenkohl. Aber ich meine. Da. Ist das ein normaler? Brauche ich einen normalen? Nee, Gold- oder Iridium-Blumenkohl. Tulpe. Ja, und ein Goldradieschen ist nicht drin, ne? Nee. Leider nicht. Moment, ich gehe nochmal. Nee, ich nehme einfach die Morchel und fertig ist die Laube. Rüben, Rotkohl, Reis. Rotfeuerfisch. Mohn, Morchel. Ja, whatever. Ich nehme halt einfach jetzt die Morchel und gut ist. Moment, wir überprüfen nochmal. Ja, es ist eine Morchel. Ja, ich kann sie in normaler Qualität abgeben. Okay, Leute, okay. Und hier ist auch sowas von nichts. Hering. Ja, egal. Ich nehme die Morchel und gut ist. Also. Ja, davon kann ich nichts da reintun, ne? Schade eigentlich. Ich finde irgendwie ist die Zusammenstellung der Kisten noch nicht so der Oberknüller. Okay. Ich habe hier alles erledigt. Dann geht's mal ab zum Fest, ey. Party time, it's party time. Wir machen eine leckere Suppe, yeah. Ich wühle noch ein bisschen hier im Müll herum, denn das macht mir am meisten Spaß. Komm schon, Bürgermeister Louis. Hab doch was Feines in der Tonne. Leider nicht. Okay. Auf geht's. Ja. Oh, guten Tag. Was habt ihr denn hier alles aufgefahren? Wie wunderschön der Tisch und alles hier steht. Zum Glück gibt's hier weder Ebbe noch Flut. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Oh, ich habe gar keinen Hut aufgezogen. Ich hätte vielleicht einen Hut aufziehen können, dann hätte ich ihn jetzt ziehen können. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sterntautal zu besuchen. Okay. Hehe, kostenloses Buffet. Einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Okay. Ja, ich spreche nur jeden einmal an, weil ich glaube, die sagen nichts Neues. Ah, nee, ich kann die nicht mal mehr ansprechen. Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Hm. Hey, Shane. Wow, in der Stadt bekommst du nirgendwo einen Pfefferoni-Chutney wie dieses. Na. Oh. Hm. Wo kommt das dann her? Wer hat es gemacht, wenn du es sonst nirgendwo in der Stadt bekommst?
In welcher Stadt? Meinst du diese Stadt? Meinst du eine andere Stadt? Shane, so viele Fragen. Na, ihr seid am Dancen? Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Ja, läuft super bei euch. Vincent ist kein guter Tänzer. Mir ist langweilig. Sie scheint nicht zu antworten. Emily, totally enjoying herself. Wackele mit die Hufte. Süß. Na, ihr kleinen Stinkstiefel. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Du kannst jeden Tag diesen Ozean genießen, aber du bist nie hier. Der Geruch des Ozeans trägt meine Jahre. Der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest. Ja, Ümchen, ist okay. Na? Hier sind die Sexy Party People. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. I see. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Jo. Die sind so oberflächlich. Ich gehe lieber zu Abigail. Na, hast du schon wieder irgendwas Merkwürdiges gesehen? Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Okay. Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Und, wie lief das so? So, das ist... Ach, Clint, ich dachte, du wärst Gast. Entschuldige bitte. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch so tun? Du könntest mit Emily tanzen. Oh, ich glaube... Oh, ich dachte, ich hätte ihn ermutigt, aber nein, hab ich nicht. Na? Ich hoffe, die Suppe ist dieses Jahr gut. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Was? Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Ach, ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Oh Gott. Ich habe kurz verlernt, wie Deutsch funktioniert. Puh. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Schön. Ich auch. Ach nee, ich habe einen Pilz gefunden. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Was auch immer Leines gerade röstet, es riecht es riecht furchtbar gut. Aber Leines gibt euch nichts ab. Leines gibt nur seinen Freund was ab und ich bin sein Freund. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Ich habe deine Stimme verkackt, Leines, aber ich glaube, wenn du so in deinem Element bist, dann bist du nochmal ganz anders. Ich bin spät aufgewacht, habe das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult wiedergefunden. Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Jede Jahreszeit ist auf ihre eigene Art und Weise eine Herausforderung. Danke für deine Anteilnahme, Lea. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Hey Sam, na? Hast du wieder Dings mit? Gouverneur, wen interessiert's? Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Jo, ich hatte es mitbekommen. Ich würde ja eigentlich total gerne hier im Shop ein bisschen coole Deko kaufen, aber ich habe eh nicht so viel Geld, ne? Irgendwann. Ach, guck mal, ich könnte natürlich auch, warte mal, eine Sternfrucht. Aber, nee. Die ist halt nur normal und das bringt mir trotzdem nicht die beste Reaktion. Dafür müsste ich schon einen Sternfrucht Wein haben, wahrscheinlich. Kristallfrucht. Ja. Wein, Sternfrucht, aber der muss dann auch Silber sein. Und nein. Einfach nein. Okay, ich kaufe nichts bei dir, Pierre. Können wir reden, denn... Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Ja, das frage ich mich auch.
Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Okidoks. Du hast Morchel in die Suppe gegeben. Gut, dann, Leute, ist ja jetzt hier nichts mehr zu erledigen, oder? Wo ist eigentlich Willy? Ich könnte natürlich mal kurz hier gucken noch, ob ich Willy finde. Ah, oh, und der Zauberer. Huhuhu. Hallöchen, Irene. Machst du Pause? Um ehrlich zu sein, ich wäre gerade lieber am Fischen. Verstehe. Guck mal, Abigail. Da unten, dieser Magier, willst du nicht mal mit ihm sprechen? Vielleicht kennst du ihn irgendwoher, ihr habt so eine ähnliche Haarfarbe. Diese Meermenschen sind an euren Festen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean werft. Ja, ich hole immer nur welchen raus. Wollte ich nur mal sagen. Okay, okay, okay. Wie ist das? Ich kann mit allen doch nur einmal reden. Oh, guck mal, mit Sebastian kann ich nur reden. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden in dieser Stadt hinter sich hat? Okay. Very interesting. Sam ist also so ein Haudegen. Rebell. Ja, ja. Ich suche ja immer noch nach einem geeigneten Partner, der mir auf dem Hof etwas zur Hand geht. Ich überlege. Erstmal ein bisschen gucken, wie die Leute hier so drauf sind, ne? Man muss ja nichts übereilen. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ja, lass uns anfangen. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut, wie letztes Jahr, als Sam hier... Was hat er reingeworfen? 1000 Sardellen? Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Oh. Ah, eine sehr angenehme Suppe. Die Erzeugnisse dieses Tals enttäuschen mich nie. Lecker. Ihr habt alle wirklich gute Arbeit geleistet. Wer will sonst noch etwas Suppe? Ja, ich. Oh, ja. Ich auch. Ich will noch ein bisschen mehr fressen. Das Luau war ein voller Erfolg. Gut, dass ich etwas Leckeres für die Suppe mitgebracht hatte. Zeit, nach Hause zu gehen. So, es ist 22 Uhr. Der Fuchs küsst das Eichhörnchen. So, wir schmeißen noch die Mayonnaise in die Verkaufsbox hinein. Zack. So. Und dann geht's ab, ne? Ins Bett. Katze, hab ich schon geherzt. Ab ins Bettchen. Ich meine, ein bisschen was hat's schon gebracht. Achso, da waren auch die Mayonnaise dabei. Ja, gut. Aber hey, gar nicht mal so schlecht hier. Gar nicht mal so schlecht. Bisschen Kohle habe ich bekommen, ne? Muss man ja auch mal ganz neidlos anerkennen. Es ist Freitag. Willkommen zurück bei dem Orakel-Gedöns. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben. Das erfreut mich natürlich sehr. Ich habe hier ein wenig Honig gefunden. Ein wenig Honig. So, der kommt nicht in Dings. Ich werde mal gucken, dass ich den kurz hier aufbewahre. Ich darf nicht vergessen, heute kann ich wahrscheinlich meine Axt abholen. Bim, 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 bim. Okay, also für den Herbst hole ich mir echt
doch vielleicht mal ein bisschen Sprenkler. Also ich müsste ja dann auch, ich muss mal gucken, welche Sprenkler ich schon bauen kann. Aber die eine Runde rum Sprenkler, die, das reicht mir. Also, dass ich hier Iridium-Sprenkler habe, das dauert ja noch ewig. So, schön gießen, gießen. Ja, 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 ja. Bewässert die Felder, da, 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 da. Jetzt habe ich das Falsche nochmal gegossen. Oh nein, ich muss wieder Wasser holen. Oh nein. Ah, ja. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich glaube, im Winter gucke ich mal, wie hoch ich die Gießkanne abgegradet. Obwohl, ist ja auch Quatsch, ne? Wenn ich dann... Eigentlich ist ja Quatsch, oh. Wenn ich mir doch Sprenkler hole, dann brauche ich ja die Gießkanne nicht upgraden. Oder? Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr machen würdet. So. Jetzt den restlichen Kram. Oh, ah, oh, ich habe vergessen, die Hühner zuzumachen. So, 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 so. Wo seid ihr? Da ist eins. Oh Gott, Hühnersuche. Eins. Da, ich habe sie alle. Ey, bleib stehen. Zwei, drei und da unten. Halt, halt! Immer langsam mit den jungen Hühnern. So. Dann gucke ich gleich auch mal nach. Oh, ein lila Pilz. Sehr schön, sehr schön. Nein. Komm wieder zurück. Dann gucke ich gleich mal nach, was ich alles bei Robin in Auftrag geben könnte jetzt gleich. So, jetzt haben wir schon mal Pause, dann gucke ich jetzt mal gleich nach. Beziehungsweise jetzt, aber ich mache dafür Pause. So, da bin ich wieder. Ich war gar nicht weg für euch, ne? Quasi. Ja, ich werde einen Kuhstall mir holen, wenn ich denn genug habe. Holz, mir fehlen noch 4 Holz. Aber Stein habe ich genug. Warte mal. Kann man nicht nur die Hälfte... Ah ja, da. So. Zack. Und jetzt... Ach nee. Ach Mist. Ich brauche ja die Axt. Aber ich brauche auch einen Platz, wo ich den Kuhstall hintun kann. Ich kann ihn ja umsetzen. Dann tue ich ihn hier erstmal hin und dann... Ist gut, weil ich kann jetzt mit der Axt kann mir keinen Platz machen, weil ich die ja noch nicht habe. Und dann wieder zurücklaufen und dann... halt, stopp! Ich habe heute gutes Glück. Und ich gehe eh zu Clint. Oh, na gut. Ah, doch, sind ein paar. So. Wer will hier eigentlich was von mir? Ah ja, die Shorts des Bürgermeisters. Ich fahre. Die feine Dame fährt lieber. In die Stadt. Bisschen im Müll rumwühlen. Hi! Clint! Oh, danke, du hast meine Axt so wunderschön bearbeitet. Du hältst Stahlaxt. Ja, dann machen wir mal ein paar Geoden auf hier, ne? Hey, cool. Clay. Toll, Eisen. Was auch immer das ist. Gunther. Sehr gut, für Gunther. Was ist denn heute mit diesem Clay los? Ich glaube, das stimmt auch für Gunther. Ja. Aha. Mhm. So, so. Ui, toll. Und noch gefaltetes irgendwas.
So. Ach, ich werde ja. Ich werde ja bei Gunther vor Ort sehen, was ich da alles reinstopfen kann. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, um zum Schreinerladen zu kommen. So, hi Gunther, ich habe da mal wieder Zeug für dich gesammelt. Ja. Eine Belohnung. Rosa, ja. Vielleicht lege ich es einfach mit hier auf den Tisch. Noch eine Belohnung. Keine Belohnung. Was soll der Dreck? Bam, bam, badam, badam, badam. Ups. So, okay, sehr schön. Alles schön farblich sortiert, dann gehen wir mal wieder. Auf zum Schreinerladen. Ach nein, ja, doch, da oben sind, glaube ich, auch Bäume, die ich abhaken kann. Ich brauche ja noch ein bisschen, ne? Das muss ich sofort einsammeln, das ist super wichtig. Nicht, aber egal. So, und dann hau ich mal hier den Baum weg. So, sehr schön. Somit habe ich genug Holz zusammen für einen großen, also nee, eigentlich einen normalen Kuhstall. So, Hofgebäude errichten, und zwar dieses hier. Ja, ja, sehr gut, das passt. Bauen. So groß ist der halt ja auch gar nicht, ne? Ich stell den mal vorerst hier hin. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, in deinem neuen Hofgebäude Stall zu bauen. Okay, können wir dann jetzt... Nein, umstellen geht natürlich nicht mehr. Verdammt, das hätte ich vielleicht andersrum machen sollen. Egal. Okay, wir fahren mit der Bahn ein Stückchen wieder zurück und öffnen den Weg, um uns noch ein bisschen Hartholz rein zu snacken. Bushaltestelle. Danke, ja. Hier geht's lang, lang. Da geht's lang, lang, lang. Ja, Mayonnaise. Kann man ja auch schon mal mitnehmen. Und dann... Die kriege ich eigentlich ja schon lange abmachen, ne? Ja, sonst hätte ich ja auch nicht schon Hartholz gehabt. Aber da hinten. Oh ja, stimmt, der Wagen. Stimmt, es ist Freitag. Guck mal, ein normaler Sprinkler für 300. Nee, aber das ist das Vierfelder-Ding. Das... Ich hole mir lieber so eine seltene Saat. Weil ich glaube, davon habe ich noch gar keine. Und die ist ja schon nicht ganz unwichtig. Irgendwann, wenn man das Gewächshaus hat. Gewächshaus hat. Und, oh, den Farn brauche ich. Genau deswegen wollte ich dahin, ne? Ich diesen Farn benötige. Hilfe! Hilfe! Aua! Hilfe! Puh. Er zittert vor mir. Ich greife euch mit einem Arm an. So. So schön. Ja, fein. Da hinten steht sogar... Oh, das ist alles voller Farn hier. Hübsch sind die. Aua, 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 aua. Okay. Und angeln könnte ich hier ja auch gleich mal, ne? Vielleicht bringt das ja auch was. Ich habe immer noch nicht geguckt, welche Fische ich noch wo fangen muss. Das machen wir dann fürs nächste Mal. Bestimmt. Ganz sicher. So.
Aua. Okay. Haben wir hier noch irgendwo so einen kleinen grünen Glipschi? Nee? Wenn keiner hervorspringt, um mich zu töten, dann nicht. Aha, da ist doch noch einer. Ich kann jetzt gerade nicht. Lass mich. Lass mich. Ich arbeite hier. Jetzt mal diese Leute, die dann plötzlich auf die Idee kommen. So, fein. Fein, fein, fein. So, dann geht's hier lang. Ups. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen Holz hacken, ne? Wenn man so... Wenn man so viel Holz ausgegeben hat, ein bisschen was auf Halde holzen, kann man ja schon mal machen. So. Ein bisschen den Kram hier weg. Weg! Einfach leichter da durchkommt. Oh. Kein Platz mehr im Inventar. Natürlich traurig. Schmeiß ich irgendwas weg? Ein Stück Kohle? Ja. Scheiß drauf. So. Ich gehe dann mal. Die kann ich auch nicht einsammeln, weil ich nicht mehr genug Platz habe. Ich habe einfach nicht genug Platz. Boah, wie es hier aussieht, ey. Hier müsste mal irgendjemand aufräumen. Ich wahrscheinlich. Was war eigentlich noch mein Plan? Hatte ich noch einen Plan für heute? Ich habe eben... Ach so, ja, da unten in dem Wald angeln, ne? Wäre noch so ein Plan. Ich verkaufe den goldenen roten Pilz. Was soll der Geiz? So, okay. Die kommt da rein. Kommt da sonst noch was rein? Nein. Der kommt da rein, das da, glaube ich, kommt da besser rein. Und sonst haben wir nichts. Die Beere. So, das und das und das und das und die auch und ja, der, nee. Der nicht. Vielleicht kommt der Farn. Ich hätte ihn vielleicht auch mal verkaufen können, ne? Naja. So. Stein. Wo habe ich denn? Habe ich die hier? Ja. Zack. Und. Ach, da oben habe ich die ja. Mhm. Zack. Und. Dies und das. Den Farn kann ich darüber bringen. Und ansonsten, wo habe ich die Angel? Hier. Die ist auch noch richtig kacke, ne? Ja, komm. Schadet ja nicht. Oh, ich habe ja gar keine Energie mehr. Ist natürlich ungünstig. Ungünstig gelaufen. Pass auf. Ich gucke mal. Also ich bringe jetzt erstmal den Farn da rein und dann gucke ich mal, woraus ich den Sprenkler machen kann, ob ich schon den zweiten Sprenkler machen kann und vielleicht mache ich dann sogar den Sprenkler. Ich meine, hier beim Bulletin ist das, oder? Als ob ich noch keinen einzigen Ahornsirup hatte. Mohn, Trüffel, Spiegelei. Ach, shit. Muss ich alles sammeln. Ja, es hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber gut. Ist okay. Dann schauen wir mal. Herstellung.
Nee, ich kann nur die Kacksprenkler machen. Warum auch immer, ich habe schon so viel gegossen, ey. Nee. Kaka. Es ist auch schon spät, ne? Habe ich mir noch gar nicht gemacht, so ein Einmachgefäß. Sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja, wenn ich jetzt noch... ich kann so viel gar nicht tun. Ich esse, glaube ich, mal was, um die Energie schnell hochzubringen. Brauche Höhlenkarotte für ein Projekt, an dem ich arbeite. Okay, ich habe Höhlenkarotten. Bringe ich dir, Sam. Nicht heute, aber wenn ich es nicht vergesse, nächste Woche. So, dann esse ich jetzt mal einen Farmsnack und hau noch ein paar Bäume weg und dann geht's ins Bett, weil es ist ja schon spät jetzt, ne? Bin schon viel unnötig durch die Gegend gerannt. Hier irgendwo sind doch meine Snacks. Snack! Ja, Herbstfülle esse ich, glaube ich, nicht, ne? Ach, Käse! Nein! Ja, da will man einmal was essen. Ja, so richtig erfolgreich war es nicht, aber egal. So viel Zeit habe ich ja auch nicht. Bisschen holzen, ein bisschen holzen. Und dass die Bäume nicht so viel holzen. Ja, paar Päumchen kriege ich damit hier weggeschnitzelt. Ja, die Kamera ist gerade ausgegangen. Aber... Da machst du nix. Ich wechsle jetzt den Akku nicht für die letzten paar Sekunden, die das hier noch dauert. Die Energie neigt sich dem Ende zu. Es ist spät. Ich habe wieder ein bisschen Holz gesammelt. So. Alles schön in Reihe und Glied aufgelistet. Und jetzt geht es ab ins Bett. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. Oh, na, noch nicht so ganz. Sammeln, Stufe 6. Ah, sehr gut. Blitzableiter bauen ist auch eine gute Idee. Okay, schauen wir uns noch hier an. Ja, es ist jetzt nicht so viel Geld geworden, aber was soll's. Ja. Ja, genau. Damit verabschiede ich mich dann für heute. Wir starten dann beim nächsten Mal im Tag 13 von Sommer. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf, bildet eine Rettungsgasse und wie immer Zähneputzen nicht vergessen. Tschüss.